Hey Leute, ich hab da mal was für euch. Ihr seht es vor der Kamera. Eins davon ist groß und länglich, das andere etwas kleiner und eckig. Ihr könnt jetzt mal direkt mal zu Beginn mal kurz dieses Video anhalten und mal in den Kommentaren vielleicht raten, was denn da drin ist. Es sind nur zwei Koffer, also es ist noch nicht direkt erkenntlich, was da drin ist. Ich werde es euch gleich zeigen in einer Art Unboxing. Es ist kein Unboxing, weil Unboxings sind immer für Sachen, die ich mir gekauft habe oder geschenkt bekommen habe oder etc. etc. Dies ist eine Leihgabe. Ich habe es mir ausgeliehen für einen Projekt, das sich da nennt die Jahresarbeit, von dem ich euch komischerweise noch nicht erzählt habe. So, Ratezeit vorbei. Jetzt wird's ausgepackt. Packen wir das große Lange erstmal aus. Ja, an dem Verschluss hier. Könnt ihr es jetzt hier sehen? Ist schon. Wie den Experten ist das schon bei der Verpackung klar, ist das jetzt schon. Ist, die konnten das jetzt schon erraten, also. Was das hier ist, ist so relativ klar. Ja, jetzt wisst ihr's. Wer's jetzt noch nicht weiß. Ja gut, da sage ich einfach nichts zu. Ein professionelles. Ja, professionell kann man dazu sagen. Ein professionelles, könnt ihr sehen. Ein professionelles Stativ. Man kann auch den Arm dort ein bisschen rausfahren. So das Ganze. Ja, da passt dann oben die Kamera drauf, die ich gleich zeigen werde. Das kann man dann zweimal höher einstellen. Das kann man hier nochmal, wie bei meinem Stativ hier, auf dem die Kamera gerade hier steht. Hallo. Auf dem hier, dass ihr gerade nicht sehen könnt, unter euch. Ja, ist ein deutlich teureres Modell als das, was ich benutze. Mein Camcorder und mein 15 Euro Stativ sind jetzt ein bisschen was anderes. Das kann man dann auf die doppelte Höhe, ich glaube sogar die dreifache Höhe erstellen. So, ich habe das Ganze mal wieder eingepackt, weil das Stativ habt ihr gesehen. Heute geht's um die Kamera eher und ja, wie ich eine Kamera auf ein Stativ schrauben muss, das muss ich euch heute hier nicht zeigen. Das ist eine andere Sache. Jetzt zur Kamera. So. Hier haben wir was ganz Schönes. Hier haben wir sie. Die JVC 1. So heißt die direkt. Da haben wir sie. Ja, technische Sachen und so kann ich euch jetzt weniger dazu sagen, da ich mich wirklich nur mit dem Camcorder, den ihr dort seht, wirklich auskenne. Der Anschaltknopf befindet sich hier.
Der geht das gute Ding an. Kann ich mal so drehen, dann könnt ihr das Display sehen. Das ist sehr schön. Hier geht es das. Hier ist der Button für die Linse. Zack, ist offen, ihr habt es gehört. Hier. Hallo Kamera, das ist eine Kamera. Da vorstellen Kamera, 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 Kamera. Ja, wie ihr hier vorne schon sehen könnt, ich versuche es mal ganz nah dran zu zeigen. Das ist jetzt keine Werbung, na irgendwie schon, aber keine bezahlte Werbung für das Ding. Hier steht offener Kanal Magdeburg. Kein bezahltes Placement, für mich doch nicht. Ja, das ist, das ganze Ding rauscht jetzt ein bisschen. Hier unten ein Modul, damit kann man das Ganze an die Stativ festmachen. Ja, das Display habt ihr hier. Ganz viele Kleinigkeiten und Technik am Rand hier. Ist auch doppelt so gut wie meine Kamera, die ihr dort seht, der Camcorder. Ja, aufgenommen wird mit zwei Knöpfen hier. Mit dem hier, da kann man drauf drücken, da steht Rack. Dann, falls man das in einem höheren Stativ hat, so hier, wenn man das so hier hält, kann man dann auch gerne hier drauf den roten Knopf, der rote Knopf ist immer der Aufnahmeknopf, also für zwei halte für einmal so, und wenn man es so hält, den dort oben. Ja, und was ist noch ganz wichtig, hier der Zoom ist hier daran verstellbar, hier wird die Schärfe eingestellt. So, ansonsten der Rest ist Feinheit. Und hier ist nochmal ein Weit- und Nahwinkel. Wenn ich mir sowas jetzt nicht ausleihe für meine privaten Videos, ist der Grund, weil der offene Kanal verleiht diese Videos. Kameras, diese Videokameras, ihr seht sie nochmal. Da kann man auch durchgucken durch diese Linse hier. Darf es bloß nicht fallen lassen, weil dann ist es kaputt. Ja, das Ganze wird verliehen an alle Nutzer, die sich beim offenen Kanal eingetragen haben und dort registriert sind. Ich bin es demnach. Ja. Und damit drehe ich gerade meine Jahresarbeit für die Schule. Dann drehe ich einen Film, über den ich euch noch nicht so viel verraten werde. Das kommt dann in einem extra Video zu gegebenen Zeitpunkt. So, ich drücke mal hier direkt weg. Da seht ihr hier oben, die Aufnahme läuft. Und wieder aus. Läuft nicht. Ja. Was mit dieser Kamera gedreht wird, auf dem offenen Kanal ausgestrahlt werden darf und ausgestrahlt wird. Das ist eine Nutzungsbedingung dieser Kameras und ja, deshalb keine YouTube-Videos von mir. Auf dieser Kamera kann man hier gut sehen, hier sieht man so ein bisschen im Display die Kamera, hier seid ihr. Der Filter, der ist noch ein Filter einstellen, das kann man runterstellen. Ich habe vorhin im Sonnenlicht gefilmt, deshalb ist das Ganze auf Sonnenlicht eingestellt. Jetzt sieht man es richtig gut. Hier seid ihr. Hallo. Ja, damit werde ich jetzt die Tage nächste Woche mein... Ja, wollte es euch nur noch mal zeigen,
damit ihr seht, was so für feine Sachen ich verwenden darf in die Schulprojekt. So, für das Ganze wurde auch noch ein Mikro zugeliefert. Das ist sehr praktisch für Interviews gerade. Na, was sagen Sie zu diesem Video? Was ist Ihre Meinung? Das Ganze ist natürlich nicht wireless. Das muss mit einem Kabel verbunden werden. Hier das schöne rote Kabel dafür. Ja, das wird dann hier so mit der Kamera verbunden. Ich habe dann so Kopfhörer auf und dann höre ich, was ihr so in die Kamera sagt. Equipment für die Aufnahme. Perfekt. So, das ganze Ding wieder in der Box verstaut. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, solltet ihr neu auf dieser Kanal sein und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zahlenfürst verpassen wollen. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Saatloch wieder und würde mal sagen, gehabt euch wohl, haut rinne, bis zum nächsten Mal.